Leute, weiter geht's bei Yo-Kai Watch 3. Hayley guckt sich scheinbar was an. Ein Anime mit Riesenrobotern. Und das findet sie natürlich coolio. Das Drama, die Kämpfe, so cool. Ja. Wie soll ich nur eine ganze Woche auf die nächste Folge warten? Sau stark, wir haben eine Nachricht von Vapi bekommen. Oh, neue Detektivarbeit für uns. Es gibt dringende Bitten. Drei von ihnen. Wir reden in der Detail weiter, schnell. Gut, dann gehen wir dahin. Kein Problem. Was zum Himmel, ein Notfall? Na dann los! Komm schon, Eli, beeilen wir uns. Warte, ich muss die Vorschau der nächsten Folge sehen. Na, verflix doch mal, du weißt, was Notfall bedeutet, oder? Wir haben keine Zeit, um rumzusitzen und Fernsehen zu gucken. Usabi, du bist im Weg. Oh, wie fies. Oh, oh. Du Rotzlöffel, jetzt hast du mich wirklich wütend gemacht. In Ordnung, ich mach mich schnell fertig. Immer auf die harte Tour, ja. Na gut, auf zur Detektei. Dann hören Sie diesen sogenannten Notfall eben an und zu. Also. Was zum Himmel ist denn das für eine Einstellung, ha? Huh? Okay, hier sind die heutigen Bitten. Die erste Bitte ist von einem Yokai namens Meganian. Oh, eine Katze vermutlich, ha? Haha. So steht es hier zumindest. Das Wort Notfall lässt mein Herz höher schlagen, hoffentlich zu Recht. Ich, Meganian, braucht Hilfe mit meiner Diät. Ist Meganian nicht diese riesige blaue Katze aus Teil 2? Ich erinnere mich nur noch düster dran, was könnte sein? Okay, Meganian braucht Hilfe mit seiner Diät. Im Ernst? Hilfe mit deiner Diät? Das ist alles? Ich dachte, das wäre ein Notfall. Die zweite Bitte ist von einer menschlichen Frau. Sie möchte das perfekte Roboterspielzeug für ihren Sohn. Das perfekte Roboterspielzeug? Ungenau ging es wohl nicht. Zum Glück sind Roboter mein Spezialgebiet. Und zuletzt haben Vapir und Freunde eine Bitte von Dr. Kling. Dr. Kling? Komischer Name für einen Doktor. Er braucht Hilfe bei einem geheimen Experiment. Was tun? Er klingt saugefährlich. Meinst du, für mich klingt das eher aufregend? Das waren alle Notfälle. Ihr könnt sie in beliebiger Reihenfolge erledigen. Alles klar, danke Vapi-Vapi. Oder Vapi-Vap. Ich weiß, wir werden damit uns um alles zu kümmern, aber... Das sind alles eher kleine Aufgaben, keine echten Detektivaufträge. Trotzdem, wir machen alles. Nimm drei dringende Bitten an, alles klar. Das scheint dringend. Oh. Okay, rund um die Uhr? Oder, hä? Ja. Hier, das sind die Schlüsselaufgaben. Meganian. Oder was? Meganian? Oh, dieser Doktor, ich erinnere mich. Oh nein. Und hier die Frau, die ein Spielzeug sucht. Wir hatten sehr viele Quests mittlerweile. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin. Quest anwählen, ja. So, mach mir das mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, was hier gerade vor sich geht, aber... Steckt Herr Gutblick in Schwierigkeiten? Vapir findet, dass Herr Gutblick einen hektischen Eindruck gemacht hat. Wie soll so schnell wie möglich zu seinem Laden in Blütenbühl gehen? Blütenbühl! Na gut. Können wir uns dahin teleportieren? Blütenbühl! Ja. Das ist ziemlich nah dran von rund um die Uhr. Das ist gut, das ist gut. Danke, Portalex. Du bist uns wie immer eine große Hilfe. So, und da unten ist es auch schon. Perfekt. Fahrrad. Die Musik ist wirklich nett. War da was? Nee, hab mich mutig getäuscht. Hier gibt's überall Dinge. Überall. Kann es sein, dass ich jetzt einen dummen Weg genommen habe? Ja, macht aber nichts. Rund um die Uhr hier. So, da bin ich. Herr Gutblick, ist etwas passiert? Ja. Ihr seid ausgekommen.
Es gibt einen besonderen Grund, aus dem ich mit euch sprechen wollte. Es ist nämlich an der Zeit, eure Yo-Kai-Watch aufzurüsten. Ja, also. Wie, was? Es gibt also kein Mysterium, das wir aufdecken sollen. Ich glaube, du verstehst mich falsch. Ja, ich weiß. Wenn wir die Yo-Kai-Watch aufrüsten, dann können wir Yo-Kai sehen, die uns vorher verborgen waren. Klingt coolio. Damit wäre das beschlossen. Ausgezeichnet. Leider ist das Aufrüsten keine einfache Prozedur. Zuerst müsst ihr mir beweisen, dass ihr mit einer besseren Watch umgehen könnt. Sie hatten also einen Test für uns? Das könnte man so sagen. Ich möchte, dass ihr ein paar Yo-Kai besiegt. 3 Stück insgesamt. Sonderling auf dem verborgenen Grundstück. Krakulerik in der versteckten Seitengasse und dann Razzakal im Geheimweg. Alles klar. Bereiten Sie schon mal die Aufrüstung vor. Wir kehren bald zurück. Warum zum Himmel bist du eigentlich immer so verflixt selbstsicher? Hm? Gehen wir, Usabion. Ja, ich meine, Haley wird das locker hinkriegen, ja. Ich meine, mit ihrem Team wird das ein Klacks werden. So, die sind alle relativ in der Nähe. Das trifft dich sogar sehr gut. Da müsste hier sein. Irgendwo hier. Ist hier die geheime Gasse? Ja, fantastisch. Bist du eines davon? Nee, du bist uninteressant. Ah, da unten. Ach so. Diese Medizin nehmen wir mit. So, Moment. Erstmal noch das Item. Lotterielos, auch schön. Können wir auch wieder mal hingehen. Aber erstmal... Mein Name ist Sonderling. Hast du ein Problem damit? Ja. Ja, ich bin alleine hier. Hast du ein Problem damit, hä? Ja, hab ich. Dich machen wir alle, weißt du das? Kein Problem. Okay, wir können es mit dir bestimmt nicht anfreunden. Wen setzen wir denn ein? Na komm. Wir hauen einfach alles drauf, was geht. Kampf beginnen. So. Auf geht's. Und zack. Perfekt. Ilgaros, perfekt. Hau drauf. Das Vieh wird so nicht lange überleben. Goldabreibung. Bams. Fantastisch. Und hier war das. Der steht da vorne nicht so praktisch. Das ist nicht so gut. Nemona, holt ihm mal die Heilung. Genau so. Du stellst dich mal dahin. Spalsibub, danke. Und dann noch deine... Oh, deine Unseele wollte ich sagen, aber nein. Jetzt ist es erstmal beseelt. Das ist nicht gut. Spalsibub, komm schon. Gereinigt. So, nun, die Ulti-Seel, sagte ich. Das ist ein verkacktes Glücksspiel hier. Na komm schon. Das gibt's doch nicht. So, jetzt. Beinahe nicht lange gedauert. So. Tu es, Schwalzebuch. Höllischer Knall. Bams, so geht das. Gute Arbeit, Leute. Gute Arbeit. Mann, wir haben Esran-Yokais dabei. Was soll ich mit einer stärkeren Watch? Jetzt mal im Ernst. Keine Items, nix. Okay, das war Nummer 1. Wir machen einen verflixt guten Fortschritt. Lass uns weitermachen und die übrigen Yokai besiegen. Alles klar. Nee, du nicht. Ich komme hier... Ach, was ist das? Hier gibt's nur Müll. Hm, gut, dann nicht. Dann verlassen wir diese Sackgasse hier. Und suchen die anderen beiden. Wie gesagt, das sollte eigentlich kein Problem werden. Zumal ich hier auf der Karte alles sehen kann. Oh, wenn wir schon mal hier sind, wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich möchte die Lotterielose noch abgeben. Willkommen. Preisziehung. Ich habe 3 Stück. Na schön, wähle eines. Nehme das. Oh mein Gott, Hauptpreis! Oh! Gibt's denn das? Gratuliere, du hast den Hauptpreis gewonnen. Du hast ja ein Glück. Verfluchtes Tagebuch. Okay, ich meine Hauptpreis, Jackpot und so. Aber ich ziehe nochmal noch weiter lose. Man hätte... Was ist das, die Nummer 6 da? Was ist das? Bestimmt so ein Kostüm für unsere Katze. Dann nehme ich nochmal das Rechte. Cool, hier kann man tatsächlich den Hauptpreis gewinnen. Erfahrungspunkte, naja, besser als nichts. Die 14 hätte ich auch noch gerne. Ach komm, ich habe noch ein Los, das werden wir auch gleich ausgeben.
Diesmal nehmen wir das da. Das da. Ja. Komm schon, Nummer 6. 4 und 3. Oh mein Gott. Letzter Dreieckspreis wäre so eine komische Kugel. Oh je, es war eine Niete. Naja, immer ein Schokoriegel. Zeig nochmal die Preise her, bitte. Ja. Ich meine, wir haben den Hauptpreis gewonnen, mein Gott. Vielen Dank. Nee, alles klar. So. Was war das jetzt? Dieses Kling. Wo habe ich jetzt eigentlich mein... Moment. Hier, Baunenjan. Wie geht's dem eigentlich? Training vollständig. Rainjan ist stärker geworden. Ich schicke gleich nochmal zum Training. Fähigkeiten beibringen. Was soll ich ihm denn beibringen? Was ist denn cool? Was ist denn noch cool? Oh, ich habe jetzt... Oh, ich trainiere einfach noch ein bisschen mit ihm. Wähle einen Trainer. Hier würde die Abwehr steigen, aber nicht um viel. Stärke würde komplett runtergehen, das wäre nicht so cool. Moment, wie sehen die Werte aus? Stärke ist für nix. Stärke ist für nix, also können wir die Stärke ruhig runtergehen lassen. Trainier mal mit ihr hier, komm. Aber nicht mit der, den ich dabei habe. Oder soll ich nur die Abwehr steigern? Wisst ihr was? Ich lass mal nur die Abwehr steigern. So. Ja, trainier mal wieder 3 Stunden. Ist völlig okay. Ich möchte mich jetzt nicht zu lange damit aufhalten. Wie ich das gerne mache mit ganz vielen Dingen. So, wo gehe ich denn hin? Hier hoch? Dann gehe ich da hoch. Hier rüber. Dann nach unten. War da eine Kiste? Ja, aber die hat mir bereits geöffnet. So. Hier drin. Oder wo genau? Oh, hier ist wieder so eine versteckte Gasse. Die sieht man kaum. Oh, seht ihr das? Hier ist irgendwo was. Aber wo? Hier unten irgendwo müsste was sein. Aber wo? Da? Hä? Warum? Moment. Hier schlägt es doch aus. Ist hier unten ein Portal oder so? Hier ist nirgendwo. Doch, hier. Was? Wo? Da. Was ist das? Versteckter Gullideckel Was zur Hölle gibt es hier alles? Hey Typ, geh mir aus dem Weg. Versteckter Gullideckel. Was? Warum gibt's das? Ein bisschen Angst. Oh, Schlotteria ist auch ziemlich cool. Schlotteria ist auch ziemlich cool. Oh, wir wechseln mal aus. Dann... Ja, mal wieder die Ultraseele von unserer guten Dämona hier. Meine, wir dürften sie nicht aushalten, unsere Gegner. Der eine Schlotteria ist bereits weg. Deswegen ja. Bunkerkau. Das sieht so schick aus. So, das war's. Haut die Scheiße aus ihm raus. Vielleicht kann der Mona noch... Nee, sie kann das Zeugs nicht mehr einsammeln. Völlig okay. Völlig okay. So, ein bisschen Erfahrungspunkte. Nicht der Rede wert. Und... Oh! Oh, Schlotteria, cool! Es ist kalt, bitte. Ja, anfreunden. Schlotteria! Schlotteria! Okay, ich habe ihn falsch ausgesprochen. Ich glaube, den kann man auch mit einem Item fusionieren und dann wird das total das coole Yokai. Glaube ich. Oh, wie er zittert. Super. Okay, cool. Hat sich ja schon wieder gelohnt jetzt hier. Dann haben wir hier ein C-Teil. Ja, kann ich nicht aufmachen. Dann haben wir hier eine Eisenpuppe. Nehme ich mit. Kriege ich ein bisschen Geld für. Dann hier ist nix. Dann haben wir hier Musikkarten. Auch uninteressant. Oh, den Gullideckel, den werde ich gleich betreten. Aber erstmal Krakolerik. Wie schön es sein muss, im klebrigen Teig gepackt zu werden.
Kannst du dir das Elend vorstellen, nicht zu einem Stück Takoyaki zu werden? Es gibt nur einen Ausweg für meine Wut und meinen Ärger, ein Kampf. Keine Ahnung, was du mir sagen willst, aber... Muss ich einfach besiegen. Die Welt ist nun mal ungerecht. Auch bei den Yokais. Nur du? Nur du? So. So, ein bisschen auswechseln hier. Damit auch die gute Camellia ihre Ulti Silma wieder einsetzen darf. Usapion dürfte eigentlich den Rest erledigen. Nein, er ist beseelt. Fantastisch. So. Rakete Camellia. Fantastisch. Und dann gleich Usapion heilen, weil er würde seine Freunde angreifen. Das wollen wir nicht. Wunderbar. Wunderbar. Geh mal nach vorne, Usapion. Und kommst du noch zum Einsatz mit der Ulti-Seel? Ja, bestimmt. Ist schon überseelt, dann macht nichts. Die Ulti-Seel sollte er noch durchbringen. Auf jeden Fall. Ist nicht mal mehr nötig. Hätte ich ihn besser noch gereinigt. Hätte mehr gebracht, aber was soll's. Okay, wir sind auf Stufe 14 mit den zwei. Das ist schon mal etwas. Und, okay, niemand. Wir machen gute Fortschritte. Ja. Aber erstmal. Hier, Gullideckel. Verzeihung? Oh, Hayley ist so stark! Geh da runter. Oh mein Gott, ich habe ein bisschen Angst. Da vorne ist nicht so... Eisteile. Das ist ein Fahrrad im Wasser. Okay, das merken wir uns mal wieder. Solche komischen Steine, die alles blockieren, haben wir jetzt schon mehrere gesehen. Solche aus Stein, jetzt solche aus Eis und so weiter. Naja. Schlotteria? Ne, ich wollte nicht kämpfen. Ja gut, dann halt. Ganz, ganz kurz. Oh, wieder drei. Na gut. Nein. Nein. Oh, dieses verfluchte Minispiel. So, geht doch. Die Typen sehen komisch aus. Höllischer Knall. Zack. Sehr schön. Und das war's, genau. Greif doch den an. Du holst dir das Zeugs da unten. Sehr schön. Selanian, du holst dir die Heilung, wenn es denn noch nicht klappt. Okay, dann nicht. Mein Gott. Oh, ist das schön, hier mal zu kämpfen. Oh, wir haben ganz viel Zeugs bekommen. Und, oh, wir haben Glück. Wendelin. Hey, du bist ziemlich stark, oder? Darf ich auf deine Seite wechseln? Natürlich. Wendelin! Natürlich, wir nehmen alle mit. Ich meine, das Medaillium werden wir niemals füllen, denke ich. Niemals, aber soweit wir kommen? Auf jeden Fall. Dieser verkackte Gullideckel da. Muss ich mir alles merken und aufschreiben, sonst finde ich das Teil nie wieder. Seht ihr diese Gasse da? Die ist nicht mal verzeichnet auf der Map. Die würde ich niemals finden. So. Verschlossen kann... Was? Von der An... Wie komme ich jetzt da rein? Wie komme ich jetzt da rein nochmal? Ich sehe nichts. Wie komme ich jetzt da rein? Ist das jetzt ein Problem, wenn ich hier nicht reinkomme? Kann ich hier irgendwo... durch den Wald durch? Nee. Ja, scheiße! Wie mache ich denn das jetzt? War der Pfeil nicht gerade an einem anderen Ort? Oh, genau, hier, ich erinnere mich. Hier waren wir schon mal, aber... Was bist du? Nicht in diesem Teil, sondern in Yo-Kai Watch 2 oder sogar 1, ich weiß es nicht mehr. Es gibt so viele Orte. Wiederwanne. Stolzstelz. Oh, sein Gott. Die Ulti-Seele ist alle nicht bereit. So kacke. So, Sapion, komm her. Gilgaros, komm du auch her. Würdet ihr bitte wechseln? Warum wollt ihr nicht wechseln? Ja, also, jetzt. Du auch noch, so. Ja, ich kann reinigen, komm schon. Lass die noch so lange am Leben, bitte. Ah, kacke.
Reinigen ist gut, weil gibt immer zusätzliche Erfahrungspunkte und nehme ich natürlich immer mit. Ich meine, unser Team ist wirklich stark, aber... Ne? Ich glaube hier... Toll, eine Gurke. Hier muss ich auch irgendwas farmen, damals. Und wenn ich jetzt dieses Feld sehe, ich muss diese Raubzüge mal wieder testen gehen. Schnippelschnipp. Gott, was bist denn du? Ja, diese, ne? Raubzüge da. Ah ne, die können wir nur mit Shawnee machen, stimmt. Wenn Haley das mit ihren Yokais machen würde, oh mein Gott. Ich glaube, wir hatten ein ultra leichtes Spiel. So, kommt jetzt alle her. Du gehst dahin. Du gehst dahin. So, Ultiseel von Usapion. So, perfekt. Beinahe. Komm schon, zeig uns den Häschenstrahl. Tu es! Häschenstrahl! Was? Du gehst dahin, du gehst dahin. Dann kannst du die Ultiseel nicht einsetzen. Sollten das. Ist nicht voll, egal. Geh du dahin. Alle schön eine Reihe packen und dann Gilgaros. Na, ah, beinahe perfekt. Haben wir beinahe. Los, tu es, mein Legendärer. Gold am Rhein. Das ist so cool. Haleys Team ist so unglaublich cool. Das macht doppelt so viel Spaß. So, und keine weiteren Level up. Und wir haben alle drei besiegt. Sehr schön. Coolio, damit werden alle drei besiegt. Also auf zu Herr Gutblick. Aber ich möchte mich hier... Oh, Trophäe verdient. Was denn für eine? Ein Sternchen. Lass mich das sehen, was für eine Trophäe wir bekommen haben. Da. Neue Trophäe. Ja, das würde ich ja gern sehen. Was ist neu hier? Schicksalhaftes Los. Jetzt habe ich diese Trophäe bekommen. Jetzt. Eine halbe Stunde später ungefähr. Das ist ja schön. Oh, das ist ein Tor. Ich kann da gar nicht lang gehen. Ach so, ich verstehe. Muss ich halt einen langen Weg zurücknehmen. Und wisst ihr was? Das werden wir auch gleich noch tun. Ist egal, wenn diese Parts immer ein bisschen... Ne? Ein bisschen länger dauern. Ich denke, das ist völlig okay. Weil hier gibt es so viel zu tun und zu sehen und zu erledigen. Das ist kein Problem, glaube ich. Funkelchaos. Ich will auch ein bisschen was erreichen, nicht wahr? So, sammeln wir noch alles ein hier. Häng den Kerl jetzt an, Mensch. Danke. Wir müssen uns mit dem auch nicht mehr anfreunden. Wir haben die Medaille bereits. Ne, keine weiteren Freunde für uns. Ja gut, dann gibt es hier nichts mehr für mich zu erledigen. Aus runterzufallen. Nicht kämpfen, nein, wir gehen. Okay, Haley. Es wäre schön, wenn du jetzt mal lernen würdest, die Treppe mit dem Rad runterzufahren, ja. Es würde mein Leben sehr erleichtern. Wo sieht man jetzt diese... Jetzt sieht man auf der Karte doch diesen Weg. Okay, habe ich nichts gesagt. Da entlang. Ich weiß, ich nehme nicht immer den perfekten Weg, aber geht schon klar. So, da wären wir. Rüste jetzt bitte unsere Watch auf. Ja. Oh, du hast alle Yokai besiegt. Na klar, war ein Kinderspiel. Was hat wirklich? Na gut, dann ist es an der Zeit, deine Yokai Watch aufzurüsten. Coolio. Hey. Reich mir bitte deine Yokai Watch, damit ich mit der Arbeit anfangen kann. Ja, hier. Hier ein bisschen und da ein bisschen und dort ein bisschen. Du Sapion mit seinem Yokai-Pad da. So, hat's geklappt. Herr Gutblick. C-Rang, fantastisch. Mit dieser neuen Watch kannst du Yokai sehen, die einen Rang höher sind. Saustark. Genau, saustark. Jetzt können wir uns doch mit stärkeren Yokai anfreunden. Juhu, vielleicht treffen wir auf Yokai, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Vermutlich ja. Sehr gut. War da nicht ein C-Rang-Siegel in dieser Gasse da? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, das werden wir dann gleich nachsehen gehen im nächsten Part. Das nehme ich jetzt wunder. Tolle Techniken, sehr gut.
Und wir kriegen noch einen Bonus. Oh, Ärmel hoch. Genau, das ist das, was ich haben möchte. Das war wieder überhaupt nicht gut. Eine Gurke. Ärmel hoch. Nicht tolle Techniken, glaube ich. Ja. Nimm dringende Bitten an. Ja, ja. Aber nicht jetzt. Leute, für heute war es das mit Yo-Kai Watch 3. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.